Mein neuestes Album und vor allem der aktuelle Hit, das Durchgebrannt. Das ist anscheinend so gut drüber gekommen, dass ich jetzt wieder mittendrin bin unter die ganzen Stars und ich bin begeistert, freue mich riesig. Hat Spaß. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man so auf der Bühne steht, gegenüber von einem Juwel, einem Welterbe-Juwel, dem Stift Dürnstein? Ein einzigartiges Erlebnis. Ich habe es vor 2 Jahren schon einmal erleben dürfen. Damals für mich war ich nur mehr geflasht, jetzt kenne ich es ja schon ein bisschen. Es ist ja, man muss ja auf der Bühne aufpassen, wenn man da rausgeht auf den Steg. Das Publikum ist vor dir und dieses Juwel ist auf der linken Seite, dass du nicht von der Kamera wegdrehst und immer so hinten zurückschaust, weil das ja so ein schönes Bild ist. Das ist einfach ganz, ganz ein tolles, ja, ein Erlebnis. Also mehr kann ich nicht. Und wie gefällt Ihnen die Region und der Wein? Wunderschön. Ich habe heute wieder einen ausgiebigen Spaziergang gemacht. Bin fast bis zum Stift Melkrauf spaziert. Ja, ein bisschen ein Schmäh muss man machen. Jakobsweg. Also ich wollte gerade sagen, ich habe dann umgedreht, weil ich wusste, ich habe ja eine Generalprobe heute. Nein, Spaß. Also es ist einfach leid toll. Wir sind ein bisschen wieder durch die Weinberge gefahren, haben uns was angeschaut. Ein gutes Glas Wein zwischendurch getrunken, gut gegessen, wie immer da. Ich muss aufpassen, dass ich da meine Figur nicht verliere dabei. Ne? Dann wünsche ich mir für morgen toi 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 und viel Spaß noch. Bedanke mich. Dankeschön.